Die Entwickler haben einen weiteren Stream veranstaltet, in dem neben Gesprächen mit lateinamerikanischen Simmern ebenfalls neue Features, unter anderem Szenarien für die Sims 4 vorgestellt wurde. Schon nächste Woche soll es laut den Entwicklern ein neues Update mit dem im Intro erwähnten Feature geben. Bevor ich euch aber das neue Szenarien-Feature erkläre, wurde als zukünftiges Update eine neue Art von Spieleaktualisierung vorgestellt. Bald wird es eine neue Funktion namens Sims Delivery Express geben, welche kleinere Inhalte kostenlos ins Spiel bringt. Sei es eine vereinzelte neue Frisur, ein Oberteil, ein Objekt im Baumodus oder eine kleinere Fehlerbehebung. Kleinere Dinge dieser Art, die von den Entwicklern erstellt wurden, werden, wenn ihr das Spiel startet, einfach heruntergeladen und direkt ohne einen Neustart für euer Spiel verfügbar gemacht. Wenn ihr einmal neue Objekte oder kleinere Fehlerkorrekturen verpasst haben solltet, werden diese einfach mit einem der nächsten Basisspiel-Updates ins Spiel gebracht. Dieses Feature wird aber Bestandteil eines späteren Spiele-Updates sein und in einem weiteren Stream angesprochen. Kommen wir jetzt aber zum nächsten Spiele-Update, welches ein neues Szenariosystem integriert. Diese könnt ihr direkt über das Hauptmenü aufrufen und sind kleinere Herausforderungen mit Aufgaben, die ihr meistern müsst. Zum Start stehen zwei hiervon bereit, einmal Geld machen und Liebe nach einer neuen Trennung finden. Bei ersterer müsst ihr euch von 0 Simoleons, die ihr beim Einzug habt, auf 1 Million hocharbeiten, wie ihr das macht, ist euch überlassen. Es gibt ebenfalls auch zeitlich begrenzte Szenarien, die ihr nur eine gewisse Zeit spielen könnt. Zu diesen zählen unter anderem das zu viele Kleinkinder und perfektes Allround-Talent, welche bald an den Start gehen werden. Beim Schaffen des Szenarios erhalten eure Sims eine Menge an Zufriedenheitspunkte. Ansonsten wird ebenfalls diese Kleinkinderfrisur, die vorher nur mit dem Kleinkind-Accessoire-Pack zur Auswahl stand, auch für alle Basisspielspieler bereitstehen. Und dieses Gemälde erhält Einzug in den Baumodus. Das war es soweit mit den kostenlosen Update-Features. Für alle, die schon immer mal Die Sims 4 werde berühmt spielen wollten, aber kein Geld für die im Jahr 2018 erschienene Erweiterung ausgeben wollen, gibt es gute Neuigkeiten. Schon morgen, den 28. Oktober, können alle Spieler das Pack 4 Tage lang kostenlos antesten. Der Hinweis dazu wurde einem Simmer im Spiel gezeigt, der den Fund direkt auf Twitter veröffentlicht hat. Alle Feature stehen euch hier für die begrenzte Zeit zur Verfügung. Auf Origin könnt ihr euch morgen eure Testversion der Erweiterung sichern. Gerade läuft bei Origin wieder ein größerer Sale, allerdings bekommt ihr die Erweiterung bei Instant Gaming nochmal ein wenig günstiger. Wenn ihr auf die Erweiterung und andere Packs für die Sims 4 ordentlich sparen wollt, schaut in der Beschreibung vorbei. Und auf welches der beiden Updates freut ihr euch mehr? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.